Hallo ihr Lieben und willkommen bei Sparsam, Achtsam, Echt. Für die, die neu hier sind, ich bin Annie, 38 Jahre, budgetiere hier seit Dezember mit 2000 Euro für drei Personen und wir schauen uns heute zusammen meine Wochenabschlüsse für die Woche 1 und die Woche 2 genauer an. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, das freut mich immer sehr. Und wenn ihr euch noch etwas Leckeres zusammenstellen wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu, bevor wir richtig ins Büchlein reingehen. Wie ist denn euer März bis jetzt gelaufen? Schreibt mir dazu gerne, erzählt mir mehr. Ich freue mich immer, ja, was von euch zu hören, weil wir das ja auch irgendwie alle zusammen machen. Mein Büchlein in den Videos natürlich immer vorrangig am wichtigsten ist, aber mir geht es schon darum, den Austausch mit euch zu haben, dass ihr mir erzählt, wie es bei euch so ist. Und hauptsächlich schauen wir uns auf jeden Fall heute die Challenges-Seite an und ja, natürlich die Wochenübersichten. Die erste Woche habe ich schon vorgetragen, die zweite schauen wir uns dann zusammen an und da schreiben wir auch alles noch zusammen rein. Und die zusätzlichen Einnahmen. Wir haben ja diesen Monat 5 Wochen, das wird ein wenig knackig, aber ich denke, ich bin guter Dinge und ich würde sagen, wenn ihr alles bereit habt, gehen wir sofort rein ins Büchlein und schauen uns alles genauer an. Gehen wir am besten als erstes rein in die Challenges. Die großen schauen wir uns nachher mal an. Das sind die hier, weil wir dafür ja den Ordner brauchen. Und für die Mini-Challenges, die habe ich hier oben, packe ich wie immer 1 Euro weg für die grünen Flächen. Das machen wir jetzt einfach schon mal zusammen, damit ich das nicht vergesse. Das müssten genau 11 Euro sein. Aber wir zählen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. Das packen wir wie immer hier in unser kleines Glas. Ich wurde auch gefragt, warum ich das mache. Und ob man da nicht so durcheinander kommt. Ja, also ich komme eigentlich nicht so durcheinander. Die Challenges sind ja gestellt. Man muss sie natürlich nicht machen, gerade wenn man am Anfang ist. Da würde ich das nicht so ausweiten. Aber wenn man natürlich über die Monate ein wenig drin ist, dann kann man das auch besser einschätzen, was man vielleicht noch hat und was man wegpacken kann. Die kleinen dienen halt mehr meinen monatlichen Zielen und der No-Buy-Challenge. So. Im Hauptbudget hat sich nichts getan, aber da müssen wir diese Woche auch noch nichts weiter bearbeiten. Und dann sind wir schon bei unseren Wochen. In der ersten Woche hatten wir für Lebensmittel 62,47. Ist ein wenig mehr, wie ich sonst immer eingeplant habe, aber völlig okay. Ich probiere es dann hinten raus wieder ein wenig besser zu gestalten. Das heißt, wir haben dort noch im Ordner 337,53. Bei den Tieren hatten wir 31,59. Hier stehen immer die Endbeträge. Die seht ihr ja so. Ich weiß nicht, ob ich die euch immer noch mal extra nennen muss. Ich habe sie extra rangescrollt. Bei Tabak hatten wir 10 Euro. Haushalt 3,98 Euro. Bei unseren privaten Umschlägen 35 Euro und ungeplant 16,96 €. Das ergibt eine Gesamtsumme von 160 Euro für die erste Woche, was eigentlich völlig im Rahmen ist. Wie ihr seht, habe ich hier nicht viele Kategorien eingetragen für Woche 2. Das liegt daran, dass wir halt einfach nicht so viel ausgegeben haben. Wir tragen das aber jetzt mal zusammen ein. Bei den Lebensmitteln hatten wir 41,79 €. Bei Tabak waren es 10 Euro. Bei den Tieren 2,84 €. Und bei Haushalt 4 Euro. 38. Dann brauchen wir mal unseren Taschenrechner, dass wir das mal schnell zusammenrechnen können. Macht einen Endstand von 59,1. Ich glaube, so wenig habe ich noch in keiner Woche, seitdem ich budgetiere mit euch, unter einer Woche hier geschrieben auf jeden Fall. Das ist wirklich wenig. Aber wie gesagt, wir haben ja 5 Wochen, da muss man das nach hinten ein wenig rausholen. Das heißt,
Wir hatten 337,53 noch im Umschlag, minus die 41,70 sind. Ich nehme das mal kurz raus, weil dann kann ich das besser schreiben. Seht ihr das noch? Ja. 295,74. So. Bei Tabak brauchen wir nicht viel rechnen, da sind noch 50 Euro drin. Bei den Tieren hatten wir noch 28,41 minus die 2,84 wären noch 25,57. Und im Haushalt, da hatten wir auch schon was ausgegeben in Woche 1, also 16,02 € noch im Umschlag drin, minus die 4 Euro. Upp. Nochmal. 16, jetzt bin ich ganz falsch, so 16,02 € minus die 4,38 sind 11,64 Euro. So. Dann haben wir hierfür nämlich auch schon die Woche 2 fertig. Und dann tragen wir hier uns mal ein, dass wir von unserem Wochenbudget noch in der ersten Woche 37,53 übrig hatten bei den Lebensmitteln. Und in Woche 2 58,21. Ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, es sind ja 5 Wochen in diesem Monat und nicht nur 4. Ich werde aber wie gewohnt die 400 Euro auf die 4 Wochen verteilen und die letzten 4 Tage dann wahrscheinlich einfach strecken, weil wir genug immer zu Hause dann haben. So muss ich das nicht umrechnen oder umverteilen und 500 Euro hätte ich eh nicht. Also muss es wie immer so gehen, wie wir es kennen. Und ich denke, das ist auch eine gute Rechnung so, weil man dann nicht durcheinander kommt. So, dann haben wir auf jeden Fall die Challenges schon mal gemacht und auch die Wochenübersichten. Dann seid ihr da mit mir auf dem neuesten Stand. Und dann schauen wir uns erstmal noch die zusätzlichen Einnahmen an und gehen dann nochmal zusammen die Ordner durch. In der ersten Woche hatten wir 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Da habe ich Funko Pops verkauft. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so kleine Figuren, die man sammeln kann. Und ich habe damit aufgehört, schon vor einer ganzen Weile. Und ich habe immer noch so ein paar Restbestände, die noch weg müssen. Bei Vivid hatte ich 10,89 €. Bei Kupis habe ich mir endlich meine 6,69 € auszahlen lassen, weil da kann man das ja erst ab 5 Euro machen. Bei der Deutschlandcard 10,62 €, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Im Moment läuft die Deutschlandcard auch besser für mich als Payback. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das bei euch auch so ist oder wie das generell im Moment bei euch aussieht. Oder ob ihr das überhaupt nutzt. Ja, und dann hatten wir noch 5 Euro bei Umfragen. Das heißt, 83,20 sind für die erste Woche als Endergebnis rausgekommen. Und für die zweite Woche hatte ich bei Vivid nochmal 21,56. Da war ja zum Glück auch Netto und so mit bei den Superdeals mit bei. Aber im Moment bin ich da ganz ehrlich ein wenig, ja, traurig, weil es gar nicht so viele gute Aktionen gibt. Aber wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Am Ende des Jahres mache ich mit euch wieder so eine Bilanz. Ich habe mir ein Ziel gesteckt von 1000 Euro und ich hoffe, das schaffe ich auch. Was Cashback-Aktionen und alles sowas zusammen angeht. 15 Euro hatte ich noch in der Facebook-Gruppe, was ich euch ja letztes Mal schon erzählt habe. Die leite ich ja mit. Da kann man halt alles, was so Secondhand-mäßig anfällt, einstellen. Und bei Payback 5,01 €. Das heißt, wir haben für die ersten beiden Wochen eine Summe von 124,77 € erwirtschaftet. Für mich mal wieder eine gute Summe. Ich freue mich über alles, was da kommt.
Und ich wäre natürlich auch da gespannt zu hören, wie es bei euch so aussieht. Ich nehme hier mal kurz einen Schluck von meinem Kakao. Jetzt seht ihr den gar nicht. Im Moment habe ich nämlich wieder irgendwie eine Kakaophase. Und meine Kokosmakronen, die ich mir hier hingelegt habe, ja, die sind von gestern und die sind super lecker geworden. Habe ich mich richtig gefreut. Ich würde sagen, ich scroll euch ein wenig wieder zurück und wir schauen mal, ob die Umschläge alle stimmen. Und dann sollten wir eigentlich auch schon wieder durch sein. Außer, dass wir uns noch die Challenges zusammen angucken, weil da ist ja jetzt auch die Weihnachts-Challenge mit bei. Und da werde ich wahrscheinlich auch schon ein wenig was reinpacken. Fangen wir mal an mit den variablen Kosten, würde ich sagen. Ich nehme die Seite mal wieder raus, weil ihr die sonst ja nicht sehen könnt, wenn wir hier den Ordner hinpacken. Und ja, dann schauen wir mal durch, ob die Umschläge hier stimmen. Wie immer müssten wir hier 295,74 noch im Umschlag drin haben und wir zählen mal durch, ob das auch so stimmt. So, dann haben wir hier. Ist das eigentlich? Ach ja, das wollte ich euch noch zeigen. Ich glaube, das ist einer von den alten. Oder ist das der neue? Ich komme da immer so ein wenig durcheinander. Ich habe nämlich neulich einen von den alten 100-Euro-Scheinen bekommen. Ja, das ist einer von den alten und war dann völlig perplex, wie der dann aussieht. Weil das ist ja einer von den neuen. Total kurios. Die sieht man ja wirklich nicht mehr oft. Da denkt man dann immer so, ach, hast du jetzt falsch Geld in der Hand, aber es ist nicht so. Also nochmal. 100, 50, 250, 70, 80, 90, 95. Das stimmt. Und hier könnt ihr die 74 Cent noch sehen. Somit ist das hier auf jeden Fall richtig. Und wie immer schön, wenn der erste Umschlag schon mal passt. So. Bei den Tieren müssten wir noch 25,57 Euro drin haben. Hier sind schon mal die 25 und die 57 Cent sind hier auch. Somit stimmt der auch. Haushalt müsste bei 11,64 € sein. Ich zeige euch das noch mal kurz näher. Also bei den Tieren 25,57 € und beim Haushalt 11,64 €. Was auch stimmt. Was ihr hier auch sehen könnt, ist alles richtig. Und dann gucken wir mal weiter bei Tanken und Tabak. Bei Tabak müssten wir noch die 50 drin haben. Und ja, bei Tanken sind noch die kompletten 200 € drin. 200. Stimmt, ich habe gestern schon was rausgenommen. Dadurch ist das für euch jetzt in der Übersicht noch nicht so ersichtlich, weil wir da nochmal 40 € ausgegeben haben. Aber es ist ja nicht so schlimm. Dadurch, dass ich ein wenig in Verzug bin, kann das mal passieren. Also, die 200 sind vom Tanken und die 50 € noch von Tabak. Warum haben wir noch nichts fürs Tanken ausgegeben? Wir hatten noch drei kleine Kanister hier, weil ihr wisst ja, wir fahren ja immer rüber über die Grenze, um in unserem Nachbarland zu tanken. Da hatten wir noch 60 Liter und ja, dann konnten wir einmal von der Firma aus tanken. Somit haben wir das jetzt erstmal gut überbrücken können und eigentlich noch gar keine Kosten gehabt. Wir werden aber natürlich in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann nochmal tanken müssen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir was überbehalten. Was ich wirklich nicht gedacht hätte, auch nicht im letzten Video. Aber ja,
Wir werden wahrscheinlich was überbehalten können. Im Moment ist der Diesel bei uns bei 2,05 €. Schreibt mir dazu gerne auch mal, wie es bei euch so aussieht. Bei meiner Freundin ist es bei 2,12 €. Man sollte sich also wahrscheinlich im Moment ja fast in dem gleichen Segment bewegen. Aber ich wäre natürlich wie immer gespannt zu hören, wie es bei euch so aussieht. So. Dann haben wir den Umschlag auch fertig. Bei Etenna ist noch gar nichts angefallen. Das heißt, da haben wir noch die vollen 50 € und die könnt ihr hier auch noch sehen. Bei Gesundheit, ja, haben wir auch noch nichts. Und bei ungeplant, da ist schon einmal was angefallen, müssten wir noch 43,04 € drin haben. So, gucken wir mal. Hier sind auf jeden Fall schon mal die 40. Die 43 und die 4 Cent. Somit stimmt das alles. Und wir können das wieder in unseren Umschlag zurückpacken. So, dann kann ich mit euch diese Seite hier schon mal wieder reinmachen. Und ich bin wirklich froh, dass ich jetzt diesen Ordner habe, weil das wirklich alles besser für mich klappt. Und ich so auch nichts mehr rausreiße, seitdem das alles so gut strukturiert ist und ich so meinen Weg gefunden habe, reiße ich sowieso nicht mehr so viel raus. Das muss man noch mal dazu sagen, aber trotzdem gefällt mir das hier wirklich gut so. So, kommen wir aber noch mal zu den zusätzlichen Einnahmen. Ich nehme die mal hier raus aus dem Ordner, dann müssen wir die Seite hier nicht noch mal rausnehmen und wir zählen einfach hier auf der Seite durch, ob wir die 124,77 € drin haben hier in dem Umschlag. So, nehmen wir mal erstmal die Scheine raus und das Kleine. Und dann schauen wir mal durch. Wir haben 50, 70, 90, 110, 120, 124, 77. Das stimmt auch. Super. Da freue ich mich. Alles, was kommt, ist gut. Und so sollte man auch immer an die Sache rangehen, weil man natürlich nicht jeden Monat, weiß ich nicht, wie viel an zusätzlichen Einnahmen generieren kann. Natürlich hatten wir auch schon mal, glaube ich, wann war das, im Dezember oder im Januar mehr? Da müsste ich mal gucken. Aber so ist es auch okay und ich freue mich, wenn immer überhaupt was reinkommt. So, und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Challenges gelandet. Und da muss ich mal gucken, weil hier in den Sinking Funds ist ja jetzt erstmal nichts passiert. Das schauen wir uns ja wie immer am Ende des Monats an. Außer es passiert natürlich noch in den anderen Wochen was. Wir wollen es mal nicht hoffen, aber es könnte natürlich sein. Man möchte ja nichts beschreien. So, da sind wir. Jetzt klaue ich mir mal kurz was von meiner Kokosmakrone. weil die wirklich lecker geworden sind. Ich freue mich so. So, aber schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so machen können. Wir werden auf jeden Fall heute einmal bei der Money Street würfeln. Hier werde ich erstmal ein 5-Euro-Schein mit euch reinpacken, weil ich es auch wie immer nicht übertreiben möchte. Sonst ist das Glas hier hinten schneller alle, wie wir gucken können. So, dann haben wir hier 5. Ich trage das mit euch mal mit Bleistift ein, damit wir zum Schluss wissen, was wir ja einzutragen haben, und ich denke, das ist für euch auch besser nachvollziehbar, weil ich ja hier hinten, wie gesagt, immer nur die Hauptbeträge eintragen möchte. Bei dem 10er Challenges Glas packen wir auch einen rein. Damit wir da auch wieder ein wenig was aufgefüllt haben. Dann haben wir hier nämlich schon 50 € drin, was auch schön ist, aber wir tragen hier natürlich erstmal nur die 10 ein.
Bei der 52-Wochen-Challenge bin ich am Überlegen. Aber ich denke, wir werden da auch erstmal die 10 voll machen. Somit haben wir da auch wieder was reingefüllt. Auch wenn es jetzt nicht so ein großer Betrag ist, aber es fühlt sich besser an, für mich überhaupt was reinzumachen, als jetzt so eine Riesensumme und dann könnte ich zum Beispiel bei den anderen nichts mehr reinpacken. Also tragen wir hier auch 10 Euro ein. Und dann kommen auch die ersten 10 Euro in die Christmas Challenge. Da habe ich überlegt, werde ich die wahrscheinlich mit euch rot anmalen und grün. Also malen wir die erste Kugel mal ein wenig rot an. Das muss ich, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen richtig machen, weil der Stift jetzt irgendwie gar nicht so möchte. Aber ich denke, man kann es trotzdem sehen. Und auch hier gehen dann die ersten 10 Euro rein. Da haben wir ja noch ein wenig Zeit. Und da mache ich mir jetzt dann dadurch auch noch nicht so viel Druck. So, 10 Euro also auch in die Christmas Challenge. Und ja, die Money Street können wir ja nicht bestimmen. Da müssen wir würfeln und sehen, wo wir rauskommen. So, dann würfeln wir mal und gucken, was so rauskommt. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spare 15 Euro. Okay, es hätte hier hinten wirklich schlechter sein können oder schlimmer. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich bekomme dann hier auch vielleicht noch eine 5 oder eine 6. Dann komme ich hier drüber hinweg und habe dann nicht so die argen Probleme. Aber packen wir die 15 Euro jetzt erstmal hier rein. Und freuen uns über den Sparbetrag. Schiebe ich dann wieder hier hinten in meinen Ordner und wir tragen hier die 15 Euro ein. Und dann haben wir erstmal auf jeden Fall für diesen Monat, wie ihr seht, 50 Euro weggepackt und das liegt auch völlig im grünen Bereich für mich. Und ich freue mich, ja, dass wir wieder ein wenig mehr ausmalen konnten. Und sich die Umschläge weiterfüllen. So, wie gesagt, Cashback-Aktionen hatten wir keine weiteren erstmal. Und es ist auch kein Geld zurückgekommen. Das habt ihr ja gesehen im Moment bei den zusätzlichen Einnahmen. Habe ich nichts verbucht. Und alles ist sonst soweit auf dem Stand, wie es sein sollte. Dann nehme ich mir meinen Kakao, trinke noch mal einen Schluck. Freue mich wie immer, wenn ihr bis hierher mitgeschaut habt. Jetzt habe ich hier vor lauter die Februarseite aufgemacht, weil ich dachte, ach, wenn ich jetzt hier die Tasse hinstelle, nicht, dass da was raufklickert, aber es sollte eigentlich nicht. Ich passe ja immer extra auf. Die Tassen, ich habe zwei davon, habe ich übrigens in einem Secondhand-Laden gefunden und ich fand sie so schön. Ich habe davon auch noch eine Schüssel und habe auch noch andere Kleinigkeiten. Ja, Gesichter, die ich euch vielleicht dann auch gerne mal zeigen würde, wenn ihr daran Interesse habt. Ich habe auch noch eine Sache eigentlich anzubringen gehabt. Genau. Ich habe nämlich ein wenig gesammelt, wenn ich immer mal Kleinigkeiten bei Teddy oder bei Action finde. Und ich würde gerne mal wieder ein Haul drehen. Das würde ich aber gerne teilen. Das heißt, was würdet ihr lieber sehen wollen als erstes? Ein Action-Haul oder ein Teddy-Haul? Schreibt mir dazu gerne mal. Und ja, dann sind wir eigentlich durch für dieses Video. Ich wünsche euch, egal wann ihr dieses Video schaut, wie immer einen schönen Tag. Eine schöne Woche, dass ihr es fein habt, dass ihr die Zeit genießt mit euren Lieben und dass ihr ein wenig Ruhe findet. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Und dann sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.